mich auf des Lebens wegen meinem Ziel entgegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns seinen Beistand sendet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, wir beten in dieser Woche besonders um den Heiligen Geist, gemeinsam mit Maria. Der heilige Apostel Paulus hat oft diese Erfahrung gemacht, dass er vom Geist Gottes geführt wurde von Stadt zu Stadt, auch wo Drangsal und Fesseln auf ihn warteten, hat letztlich der Geist ihn durchgeführt und zum Erfolg geführt. Auch wir wollen Geistträger sein. Herr Jesus Christus, in der Kraft des Geistes hast du alle Drangsal bestanden. Kyrie eleison. In der Kraft des Geistes hast du den Tod überwunden. Christe eleison. Mit der Kraft des Geistes erfüllst du auch heute unser Leben. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns herab. Er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen schickte Paulus von Milet aus jemand nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war und wie ich dem Herrn in aller Demut diente, unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellungen der Juden erlitten habe. Wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist. Ich habe es euch verkündigt und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe Juden und Griechen beschworen, sich zu Gott zu bekehren und an Jesus Christus, unseren Herrn, zu glauben. Nun ziehe ich, gebunden durch den Geist, nach Jerusalem und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Nur das bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Nun aber weiß ich, dass ihr mich nicht mehr von Angesicht sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag. Ich bin unschuldig, wenn einer von euch allen verloren geht, denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Eine Treue wanket nicht, du wirst mein Gedenken, wirst mein Herz in deinem Licht durch die Zeit in dir.
Halleluja. 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 Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn Jesus mit seinem Vater zu sprechen beginnt, wenn die Dreieinigkeit in sich selber sich austauscht, da dürfen wir uns nicht wundern, dass wir das nicht gleich fassen können und es uns etwas kompliziert erscheint. Wir haben jetzt zugehört bei diesem großen Abschiedsgebet Jesu, das aber vor den Ohren der Jünger ausgesprochen hat, damit auch die Jünger dabei Stärkung erfahren. Wollen wir uns nur zwei Momente herausgreifen vom heutigen. Das eine ist, dass die Jünger erkannt haben, dass Jesus von Gott kommt und dass er von Gott gesandt ist. Wer das einmal verstanden hat, der hat Jesus wirklich erkannt. Und der wird dann fähig, das ist das zweite Moment von heute zu erkennen, die Herrlichkeit, die bei Gott ist, von Anfang an. Die Herrlichkeit, dass der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater, dass es herrlich ist, wenn zwei Personen sind, die sich lieben, ja, dass da eine dritte Wirklichkeit im Spiel ist, eben diese Liebe, der Heilige Geist. Und diese Herrlichkeit hat Jesus auf die Erde gebracht und gezeigt. Vater, ich habe dich verherrlicht, sagte er. Ich habe ihnen gezeigt, deine Herrlichkeit, die im Himmel ist.
Und jetzt bittet Jesus am Ende seines irdischen Lebens, jetzt nimm mich wieder auf in deine Herrlichkeit. Zeig jetzt meine Herrlichkeit, dass ich wirklich liebe bis zum Äußersten jeden, um die Menschen zu wandeln hinein in diese Liebesherrlichkeit. Sie auch zu solchen herrlichen Menschen werden, die fähig sind, die Liebe Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Und da dürfen wir immer mehr hineinwachsen, immer mehr hineinschauen. Im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt. Solange wir auf die Traurigkeiten der Welt schauen, werden wir traurige Geschöpfe sein. Wenn es uns gelingt, durch die Traurigkeiten hindurch die Herrlichkeit Gottes zu sehen, werden wir immer hoffende Menschen sein, bei denen schon etwas vom Glanz der Herrlichkeit Gottes da ist. Nehmen wir uns das heute mit. Wir wollen an der Herrlichkeit, die uns Jesus gebracht hat, Anteil haben und sie bezeugen. Amen. Beim Abschiedsmahl betete Jesus für alle, die der Vater ihm anvertraut hat. Zu ihm rufen wir: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Um die Kraft des Heiligen Geistes für alle, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Christus, erhöre uns. Um die Kraft deines Geistes für alle, die sich für den Frieden einsetzen. Christus, erhöre uns. Um deinen tröstenden Geist für alle Trauernden und Bedrängten. Christus, erhöre uns. Um deinen heilenden Geist für die Kranken und für die Sterbenden. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Obertaler Familie für verstorbenen Bruder Leopold Meierhofer. Christus, erhöre uns. Guter Gott, du hast deinen Sohn gesandt, uns das ewige Leben zu bringen. Dafür danken wir dir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Gib auch, dass ich wach sei, Herr, an deinem Tage und das Licht der Gnaden treu durch mein Leben trage, dass ich dann fröhlich kann dir am Ende Zeit zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn, nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Ja, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht,
Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. In der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Erlösungsopfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das sich geopfert hat und uns nach deinem Willen zur Versöhnung mit dir führt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Jakobus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit
und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen, wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzig verzeihenden Liebe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus trat am Ostertag in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Vater, verherrliche deinen Sohn. Christi, schenke uns das ewige Leben.
spricht der Herr, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Wir Zeugen geworden des hohen priesterlichen Gebetes Jesu, Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. So segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.